Heute Nacht ist es wieder so weit. Zum 93. Mal werden die Oscars verliehen. Wir sorgen jetzt dafür, dass sie optimal auf die Verleihung vorbereitet sind und ganz genau wissen, wer heute besonders fest auf ein Goldmännchen hoffen darf. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu einer G&G Weekend-Sendung. Aus aktuellem Anlass aber zuerst zu dieser Meldung. Und jetzt zu den Oscars. Corona-bedingt ganze 2 Monate später als normal werden heute mit den Oscars die begehrtesten Filmpreise verliehen. Wie jedes Jahr hat unser Oscar-Experte Philipp Clemens die Nominierten in den 5 Hauptkategorien unter die Lupe genommen und eine Prognose gewogt. Angefangen bei der Knacknuss, der Hauptdarstellerin. Hoffentlich. Ja, und wir stimmen uns jetzt mit 2 Schauspielern auf die Oscar-Nacht ein, die tief in der deutschsprachigen Film- und Theaterszene verankert sind. Die beiden langjährigen Freunde teilen nicht nur den Beruf, sondern sind auch lange Zeit also, Mitbewohner gewesen. Stimmt ich oder du? Wenn Sie aufmerksam gewesen sind und mitzählt haben, dann wissen Sie, 4 von den 5 Hauptkategorien haben wir uns jetzt schon angeschaut. Übrig bleibt also nur noch eine, die Königskategorie, nämlich die vom besten Film. Was nützt das beste Drehbuch, wenn es nicht gut inszeniert wird? Damit sind wir im Zuständigkeitsbereich der Regie. Und dieses Jahr liegt der Fokus in der Kategorie Beste Regie vor allem auf der Regisseurinnen. Aber alles der Reihe nach, das sind die 5 Nominierten. Ja, und ein Wiedersehen mit dem Dimitri Stapfer gibt es dann schon in ein paar Stunden. Er wird nämlich Gast sein in unserer Oscar-Spezialsendung. Zusammen mit den Schauspielerinnen Rachel Braunschweig und Anna Pieri Zürcher. Moderiert wird die Sendung von Nicole Berchtold. Ab der 20 ab 12 Uhr Nacht auf SRF 2. Wenn es wieder heisst, and the Oscar goes to. Und von mir heisst es jetzt, ade miteinander und ganz einen schönen Abend.